Es dreht sich und dreht sich alle 24 Stunden einmal um sich selbst. Und seine Bewohner drehen sich mit, aber nur in Zeitlupe. Kinder sind manchmal enttäuscht, das stimmt. Die denken, das ist ein Karussell und man wird an die Wand gedrückt. Also eigentlich spürt man das nicht. Nein, nein. Wenn ich das einfach auf Sonnenlauf laufen lasse, von früh morgens bis abends, dann geht es ja immer nur ganz, ganz langsam mit der Sonne. Und das spürt man eigentlich nicht. Der Solarpionier hat Anfang der 90er Jahre all sein Hab und Gut verkauft, um seinen Wohntraum zu verwirklichen. Das Haus hat außen Sonnenkollektoren. Und wenn die auch mit der Sonne laufen, habe ich natürlich den maximalen Ertrag. Ich kann das Haus auch wegdrehen aus der Sonne, wenn es zu warm ist. Ja, und kann dann aber die Photovoltaik immer der Sonne nachlaufen lassen, damit ich maximalen Stromertrag habe. Nachhaltig leben war das Ziel. Die Toilette zum Beispiel verbraucht kein kostbares Trinkwasser. Komposttoilette heißt, man macht den Deckel auf, macht sein Geschäft, ganz normales Toilettenpapier, natürlich nicht unbedingt gebleichtes, und reinfallen lassen und das Geschäft ist erledigt, macht Deckel wieder zu und man hat kein Wasser, also man hat keine Spüle. Interessant daran ist, dass ich ein halbes Jahr gebraucht habe, um mich umzustellen. Also ich habe tatsächlich nach jedem Geschäft bin ich normal aufgestanden und habe so gemacht und habe immer den Hahn gesucht und da war nichts. Die Waschmaschine nutzt Regenwasser und die Sonne erwärmt das Wasser für die Dusche. Es ist ein anderes Gefühl, ja, unter der Dusche zu stehen und zu wissen, es ist nicht klimaschädlich, es wird nicht mit Öl oder Gas hergestellt, sondern alles mit der Sonne. Ein Leben im Kreislauf der Natur. Die Technik ist immer noch wegweisend. Fast täglich führt Hanna Lehmann Besucher durchs Haus und trotzdem stehen immer wieder unangemeldete Gruppen vor der Tür. Fühlt sie sich nicht wie im Museum? Juckt mich überhaupt nicht. Solange die Nachbarn nicht stören. Und ich finde, jeder, der was mitnimmt und ein bisschen kapiert, und wenn es nur Joghurtbecher sammeln ist oder aufs Fahrrad umsteigen und die Zusammenhänge sieht, da bin ich froh drum. Dann hat es sich gelohnt. Aber wir haben auch Gruppen, die zurückkommen nach 3-4 Jahren und sagen, Mensch, wir haben eine Solaranlage oder ich habe dann doch mein Auto abgeschafft. Das gibt's alles. Und nur deswegen machen wir es, sonst nicht. Ursprünglich war das Haus ein Experiment. Inzwischen hat es sich bewährt. Dieses Haus ist für mich ein ganz großes Geschenk. Ich finde es immer noch ein Traum, ja? Obwohl es Realität ist. Ja? Die beiden hoffen, dass sie sich so lange wie möglich mit ihrem Solarhaus nach der Sonne drehen können.